Was? Seid ihr etwa taub? Hey, sind es schon wieder die Bösen? Das kam tief aus dem Wald. Das könnte Saki und die anderen sein. Los! Gomamons gegen Gazi-Gazimon! Oh hey, wer ist da? Ach, du bist's. Ach, du bist dieser alte Mensch! Professor, kennen Sie die? Das ist das Kind, das sich um mich gekümmert hat, als ich wieder zu mir gekommen bin. Du siehst schon viel besser aus, hurra! Aber es liegt trotzdem einiges im Argen. Wir nehmen es mit allen auf einmal auf. Inbrunst. Wie auch immer uns in die Quere kommt. Ich mache alle fertig. Richtig so, Takuma. Packen wir es an. Stehe dir zur Seite. Was ist mit denen? Sind die wirklich gefährlich? So, wir haben Möglichkeit für 5 Mitglieder. So. Gehen wir mal in die Mitte. Ach komm, nehmen wir gleich unser ganzes Team hier. Alle Gomonmon, oh nö. Aber schön wäre es, wenn man die Gazimon überreden könnte. Sollen wir es mal versuchen? Nee, geht nicht, okay. Ja, wäre dann zu einfach. Warte mal, bin ich nicht schneller, wenn ich mich entwickle? Jawoll. Ich sollte vielleicht auch das Reden öfters machen. Weil das ist schon so eine TP-Wiederherstellung. Nee, dann nicht. Teilen wir uns auf. Sogar ein Gotsumon. Destruction!
Verdammt, er hat nur ein bisschen. Oida no Banda, ne? Aus, das so, wir stärken uns den Rücken. Die Gruppe mal in Ruhe. Verdammt. Ich will die Kiste öffnen. Das ist mir gerade wichtig. Alter. Hey, go, Mamon. Na gut. Kämpft ihr nicht viel. Okay, Gasimon, machen wir jetzt mal Schluss hier. Diese Kiste hält aber ganz schön was aus hier. Aua. Tötet es nicht, ich will die Kiste. Ach komm.
Oh, jetzt wird's getötet. Oder? Oh, Gott sei Dank. Die Kiste will ich nämlich noch haben. Nee, die Kiste gehe ich nicht. Da ist ja noch einer. Den will ich gar nicht gesehen. Naja. So. Ich werde hier verprügelt. Spitze, ihr habt uns gerettet. Vielen Dank. Aber mich habt ihr zuerst gerettet. Danke nochmal dafür. Schön gut. Als ich gesehen habe, wie diese Mistkerle über den alten Mann hergefallen sind, das konnte ich einfach nicht ertragen. Wow, du gehörst zu den Guten. Hehe, Komplimente helfen dir auch nicht weiter, verstanden? Ach ja, falls ihr nach Menschenkindern sucht, ich habe welche nahe einer flachen Klippe gesehen. Was, wirklich? Ein großes und ein kleines, ja? Ja, das müssten Saki und Chuchi sein. Aber was soll eine flache Klippe sein? Sowas wie ein menschliches Bauwerk vielleicht. Stellt euch eine große glatte Klippe vor. Aber mit einem Haufen Wasser, das auf einer Seite eingesperrt ist. Das ist ein Damm! Moment, war hier früher auch schon ein Damm? Ich kann mich nicht an keinen in der Nähe des Schreins erinnern. Aber bei der verwandelten Landschaft? Habt ihr zufällig beim Schrein irgendwas glitzern sehen? Das könnte nützlich für euch sein. Wenn du das sagst, wir könnten nützliche Dinge gebrauchen. Mal sehen, ob wir unterwegs was finden. Und um zum Damm zu kommen. Der müsste gleich da vorne sehen. Los geht's! Sieh! Innerer Schrein freigeschaltet. Da ist der Damm. Flusswald freigeschaltet. Feuerkampf freigeschaltet. Da ist ein Götzelmann. Da sind Gatzimon. Wollen wir unser Glück nochmal versuchen? Ich will einen Gasimon haben, ne? Versuchen wir nochmal unser Glück. Aber jetzt können wir wieder überall hin hier.
Da war gerade die Info wegen Inbrunst und so. Was das bezweckt und so. Komm, wir nehmen die drei mit. Heiler brauchen wir auch. Wir reden ja nur. Ob es diesmal klappt? Oh, okay. Nee, das hat ihn gar nicht gefallen. Also gegen einen müssen wir auf jeden Fall kämpfen. Und ja, ich gegen den Stein ist klar. Ich hoffe, die bleibt aber in der heilenden Rolle, sonst habe ich ein Problem. Ja, wir wollten noch gegen Gazimon reden. Ein guter Streich. Eine Fallgrube? Na schön, ich begleite dich. Jawohl, wir haben einen Gazimon. Endlich. Oh. Das andere verprügeln wir mal eben schnell. Wir haben einen Gazimon. Endlich. So. Wahrscheinlich sind auch immer die gleichen Digimon in den Bereichen, ne? Vielleicht sehen wir denn beim Damm noch ein anderes Digimon. Wir gehen aber erstmal hier, weil da gibt es doch bestimmt was zu sehen. Obwohl. Hier gehen wir erstmal rein. Ugh, ist immer noch kein Weg nach Hause. Ich hasse das. Was ist das? Hau ab! Ja! Was passiert hier? Ver-
Verdammt, sie haben es gesehen! Bist du verletzt? Uns geht's gut, aber da kommt was. Ist doch egal, Zeit für ein bisschen Spaß! Was passiert hier? Ich wollte doch nur gucken! Gasimon! Los! Und... Heiler, komm. Drei Fangmon-Angriffe überlebt, was? Alter, was... Es ist nur ein Champion. Es ist nur ein Champion-Level. Kein Grund zur Panik. Wo kommt das denn her? Wir vernichten es. Okay, das trifft nicht. Der Vieh ist gar nicht mal so stark. Muss ich mal sagen, das Vieh ist total low, ey. Feuer oder... Wisst ihr denn nicht, wann ihr einen Rückzieher machen solltet? Nächstes Mal erledige ich dich. Boah, das ist aber ein richtig finsterer Geselle. Triangriff überleben, ey. Habt ihr gesehen, was wir bekommen haben? Lol, der Ort ist ja jetzt weg. Wie geil ist das denn? Wir dürfen digitieren, aber wen? Wen soll man digitieren lassen? Hier haben wir auch ein Diatrimon. Das ist aber nicht so geil, wenn wir schon eins. Und. Ja, wenn, dann wollen wir Birdramon, ne? Könnten wir auch die hier? Ne, die kann man nicht freischalten, die oberen Champions. Also wir könnten Gilmon, to Growmon.
Wir könnten Betamon digitieren lassen. Was kann Gazimon? Gazimon wird zu dem. So. Alter, was? Sangloopmon? Nee, mach ich nicht. Ich hab das Gefühl, dass wir nämlich noch einen Sangloopmon bekommen. Weil hier haben wir ja auch eine Diatrimon. Wäre schon cool, Sangloopmon jetzt schon zu haben. Wir können gegen Fangmon einsetzen. Was ist das denn? Ein Wendigomon? Was? Ich gibt's Dämon, die ich noch gar nicht kenne. Deltamon? Lol. Betamon wird zu Deltamon, was? Habt ihr eine Idee? Oder wir lassen es für das Erste. Nur Gazimon hat natürlich die coolsten Digitationen hier. Die Frage ist... Also zu einem Etemon wird es nicht... Aber Sangloopmon. Also da würde ich erstmal abwarten. Komm, wir behalten das erstmal. Wir können das jederzeit machen. Jederzeit. Ich tendiere ja zu. Also wenn wir noch eins finden, machen wir auf jeden Fall ein Growmon, ne? Wenn wir noch so ein Item finden. Spirituelle Runen, die brauchen wir auf jeden Fall. Ist schon geil. Da stimmt doch was nicht. Na guck mal, was denn? Wir werden beobachtet, wahrscheinlich davon. Moment mal, meinst du etwa... Achtung! Schon wieder? Verdammt, sie haben es gesehen. Das kennen wir ja schon, den Text. Ja, meinetwegen kämpfen wir mehrmals gegen den.
Aber man bekommt hier keine Erfahrungspunkte, kann das sein? Man bekam nur die Ruine. Hey, jetzt bin ich sogar über ihn. Ordentlich drauf. Weil doch die Level, ich muss schon sagen. Bekommt man das nur einmal, wenn man gegen den kämpft? Wenn der immer kommt, ne? Dann gehen wir gleich hier hin.